Baku 2 Fragen zur Aufstellungsarbeit. Vorgestern hat mich eine neue Schülerin meines Ausbildungskurses angerufen, Aufstellungen für Pferde, und fragte mich, welche Aufstellungen, Figuren benutze denn am liebsten und wo kann ich die kaufen? Gerne wollte ich das per Video beantworten, weil ich denke, da kann ich ein paar Sachen einfach noch ein bisschen leichter erklären. Ich persönlich habe hier am Schreibtisch den Inszenario-Kasten liegen. Das sind Holzfiguren, die ich schon vor 20 Jahren, glaube ich, gekauft habe, also ganz zu Anfang, weil ich schon diesen Profikasten wollte. Und es zeigt sich für mich am leichtesten, wenn ich Dinge regelmäßig benutze, dann geht es auch schnell. Diese Aufstellungsfiguren haben für mich den Vorteil, dass keine Gesichter drauf sind. Das heißt, ich kann wirklich einfühlen und mich auf die Gefühle einlassen. Wer günstigere Aspekte braucht, dieser Kasten ist eben hochwertig und sehr haltbar, aber nicht ganz so preisgünstig. Wem Playmobil-Figuren reichen, ist natürlich überhaupt kein Problem. Alle Links werden im Artikel und bei YouTube unter dem YouTube-Video in der Infobox rein verlinkt, dass du einfach dir das anschauen kannst, was funktioniert für dich. Ich persönlich stelle auch sehr gerne mit Schleichfiguren auf. Ich bin Mädchenmama, meine Tochter hat viele Schleichfiguren, dann ist es natürlich kein Problem, da eben mal ins Kinderzimmer zu gehen oder auch mit ihr, wenn sie was wissen möchte für ihr Pferd, das aufzustellen. Die Schleichfiguren haben den Vorteil, dass es natürlich wirklich ein Pferd ist, man dann vielleicht auch intuitiv zu einem Fohlen greift oder manchmal, wenn man Hilfestellung möchte, vielleicht auch mal zu dem Pegasus mit den Flügeln greift oder auch da Aspekte wie zum Beispiel ein Gatter, wenn sich ein Tier eingeengt fühlt, dazustellen kann. Dann sollten natürlich die verschiedenen Aspekte so ein bisschen griffbereit sein. Ich möchte jetzt nochmal betonen, erstens schau auf dein Budget. Zweitens, stell ein paar Mal auf und fühl so, was passt denn für dich am leichtesten? Und dann wirst du auch vielleicht nochmal feststellen, es gibt Unterschiede, wo ich manchmal merke, da stelle ich wirklich am liebsten mit Stühlen auf, weil da kann ich mich auf den Platz draufsetzen und kann wirklich ganz klar die Blickrichtung sehen. Wenn es schnell gehen muss und ich auch ein bisschen mehr Aspekte aufstellen möchte, dann ist für mich immer noch am liebsten, dass ich wirklich Zettel mit einem Pfeil draufstelle, wo guckt es hin? Weil natürlich bei Stühlen kann das schnell unübersichtlich werden. Bei Figuren ist es so, dass ich von oben schauen kann. Es ist dann oft analytischer. Es ist vielleicht auch nicht ganz so viel Gefühl, weil ich mich nur mit dem Finger drauf begeben kann. Dafür ist es einfach durch diesen Abstand manchmal nicht ganz so involvierend. Das heißt, wenn es stressig oder schmerzhaft ist, dann fühle ich es zum Teil, aber eben nicht zu stark. Ich möchte hier wirklich, wie gesagt, nochmal motivieren. Probier es aus, weil ich habe viele Patienten, die stellen am liebsten in der Dusche mit Shampooflaschen auf. Ich selber, wenn ich unterwegs bin, stelle ich ganz oft mit Geldstückchen auf oder mit kleinen Schnipseln aus dem Tempotüchlein. Sei kreativ. Aber für den Alltag bzw. für professionelle Aufstellungen, wenn du wirklich mit Kunden oder Patienten oder Bekannten auch wirklich Beratungen machen möchtest, dann ist es gut, dass du ein Werkzeug hast, mit dem du dich wohlfühlst, wo du für dich weißt, diese Farben stehen für mich damit und dafür, weil je sicherer du bist, je angenehmer kannst du selber mit der Aufstellungsarbeit umgehen und je leichter ist es natürlich auch für andere, sich auf dich einzulassen und je leichter kommen sie an ihr Gefühl, je leichter werden die Aufstellungen und je effektiver kann der Mensch natürlich nach Hause gehen und für sich einfach fühlen, ah, ich habe wirklich was verstanden, ich habe wirklich was begriffen, so kann ich mich wirklich einlassen. Alles Gute, ganz viel Freude bei den Aufstellungen.